Hallo meine Lieben, ja, heute mal wieder vor der Kamera. Ja, eigentlich wollte ich dieses Unboxing-Video heute schon ein bisschen früher aufnehmen. Aber eigentlich warte ich noch auf den Paketwagen, der noch irgendwas bringen soll. Diesmal nicht für mich, sondern für meinen Schatz, aber ja, der ist bisher nicht aufgetaucht. Und bevor es hier ganz dunkel draußen wird, dachte ich, dann setze ich mich jetzt hin und nehme das Video auf. Mit so viel Licht wie möglich, ja. Angesichts der Tatsache, dass es die letzten 4 Tage bei uns nicht wirklich hell war, weil irgendwie eine graue Nebeldecke über uns hängt. Aber wie dem auch sei, Unboxing, und zwar ein CD Japan Unboxing. Dieses Paket ist nämlich gestern schon gekommen. Ja, und ich nenne das mal großes Boyband Unboxing, weil es wirklich nur Boyband-Alben sind, die da drin sind. So, und dann... sehen, dass wir das hier aufbekommen. Während ich hier am Aufmachen bin, gibt es da draußen unter euch irgendjemanden, der November auch so fürchterlich findet wie ich immer? Ich finde, November ist immer so ein ganz grausig depressiver Monat. Nicht nur wegen dem Wetter, sondern auch wegen dieser ganzen Trauertage, die wir im letzten Monat haben. Und naja. So, haben wir mal Rechnung. Ja. Brauchen wir nicht. Ich weiß mehr als genug, wie viel ich bezahlt habe. So. Papier. Alles schöne Luftpolsterfolie eingewickelt. Ah. So, oh meine Güte. Komm mal raus hier. So, jetzt kann es losgehen. Ja, das erste, was ich geholt habe, ist das erste komplette Album von OWB Chaser. Nach 4 Singles gibt es jetzt ein komplettes Album von ihnen. Das Album kommt in 2 Versionen. Es gibt eine normale Version, wo halt nur eine CD bei ist. Und diese Version hier hat noch eine Blu-ray-Disc. Ich hoffe, dass die Blu-ray auch für unseren Player geeignet ist. Schauen wir mal. Wenn nicht, dann ja, haben wir Schwierigkeiten, wie dem auch sei. Okay, das ist das erste. Dann hier, das ist eine dicke Box. Das dritte Album von King & Prince, Resense. Das ist, glaube ich, hier, welche Version ist das nochmal? Das ist Version A, inklusive DVD mit Musikvideos. Bei DVDs gibt es ja da zum Glück keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Codes, weil Japan da denselben Code hat wie wir. So, noch schön eingepackt. So, dann... ja, dann haben wir eine noch relativ neue Band, und zwar Nick. Und Nick ist eine 11-köpfige Boyband, die sowohl aus Japanern als auch aus Koreanern besteht. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, einige koreanische Idols sind auch damit drin. Und zwar einmal Gunmin von B.I.G. Und dann, ich muss mal hier auf meinen Monitor schauen, Kang Hyun-Soo ist da drin, der früher bei LC9 und BLK war. Beides K-Pop-Bands, die ja leider schon das Zeitliche gesegnet haben. Kogun und Park Ha sind drin, sind Mitglieder von Lucente. Die sind, soweit ich das weiß, glaube ich, noch aktiv. Und ja, koreanisch-japanische Boyband. Und das ist ihre erste Single, Universe und Santa Monica. Auch Version mit DVD. So, und dann müssen wir hier nochmal schauen. Ja, haben wir das erste Single-Album von INI. INI ist die Gewinnergroup von der zweiten Staffel von Produce 101 Japan, also quasi die Brudergruppe zu JO1.
Und ja, das ist ihre erste Single und sie heißt einfach A. Und ja, ich habe mir natürlich alle drei Versionen gekauft. Das ist, glaube ich, das ist Version CD mit DVD. Dann das hier ist, glaube ich, genau, das ist die einfache CD-Version. Und das hier ist nochmal CD mit DVD. Ah ja, und Fotobuch ist hier auch noch mit dabei. So, das waren die CDs. Und dann gab es auch wieder nochmal ein bisschen Bonusmaterial. Ach, und da schauen wir auch nochmal rein. Hoppala. Schmeiß hier alles um. Und zwar einmal von OWV eine Postkarte. Dann einmal von Nick diese etwas größere Postkarte oder Fotokarte, ja, wie auch immer man das nennen will. Ja, hinten ist leider nichts drauf. Und dann von INI einmal diesen, ich glaube, es ist einer von diesen Heftern, glaube ich, die man kriegt. Entweder das oder eine Schreibunterlage. Ich bin im Moment nicht so sicher. Ich glaube, es sieht eher wie eine Schreibunterlage aus. Ja. Jo. Das waren die Bonussachen, die es bei der Bestellung auch noch mit dazu gegeben hat. Ja, mal sehen. Wieder ein ordentlicher Stapel. Und ja, ich glaube, ich werde nächsten Monat nochmal eine CD-Japan-Bestellung machen, denn Orbit kommt mit ihrem zweiten Mini-Album. JO1 kommt mit ihrer fünften Single. Ah ja, und Nick kommt mit ihrem ersten vollen Album. Also, ja, dann gibt es im Dezember nochmal eine Bestellung. Und ja, ich denke, von all den Alben hier werde ich nochmal einzelne Unboxings machen. Und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen. Und ja, das war's dann auch schon mit diesem Unboxing. Und ja, ich werde jetzt hier weiter warten, ob noch irgendetwas heute geliefert wird. Und wenn nicht, dann ja, kriegt die Post einen auf den Deckel oder irgendwie so. Alles klar, meine Lieben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut. Bis dann.